Boah. Boah, war das alles nur ein Traum? Diese Monster. Warum sind alle weg? Wow. Oh nein. Ach, auch schon wach. Wahnsinn. Oh nein. Was ist das denn? Und damit herzlich willkommen zum Let's Play von VIVO ist hier bei uns. Mit dabei ist heute der Philipp. Ja. Hallöle. Er ist dabei, man hat ihn gehört. Ja, das Spiel befindet sich noch in der Alpha-Phase, mal so am Rande bemerkt. Und ja, das Ganze ist ein Survival-Game. Wir sind gerade mit dem Flugzeug abgestürzt und ja, hier, die hat wahrscheinlich Selbstmord begangen oder warum die auch immer die Axt in sich drin zu stecken hatte. Und ja, wir sind jetzt hier ganz alleine. Das Kind wurde gestohlen. Von denen, weiß ich nicht, was das gewesen war. Kannibalen oder so, sah so aus. Ureinwohner. Irgendetwas. Da werden wir, denke ich mal, später uns noch oder mal genauer dazu kommen, was das darstellen soll. Wir nehmen jetzt hier erstmal alles mit. So, haben wir alles. So, hier noch das Zeug und das Zeug. Die Steuerung, die ist ein bisschen komisch und meine DPUI ist so weit oben, so schon besser. So, ich denke mal, wir werden es später noch brauchen. Weißt du, was ich mal vorhabe? Was? Im Flugzeug oder so am Flugzeug aufzuhalten, also mein Haus da so zu bauen. Aber ganz ehrlich, da laufen so viele Aber rum, ob das so schlau ist. das ist gleich, als wenn du 1000 Meter wegläufst, ne? Das stimmt Da natürlich. laufen sie auch rum. So wirklich sicher ist man nicht, denn ja, Frage ist, wer läuft rum? Ich weiß es jetzt natürlich schon, weil ich hatte das schon mal aufgenommen. Allerdings, ja, kam heute erst ein Update raus und davor konnte man nicht speichern. Das war ganz wunderbar. Ja, wer hier rumläuft, Ja. läuft, das war einer von denen, der gerade das Kind geklaut hat. Die werden wir gleich auch noch mehr sehen. Ja, oder na, wäre auch nicht schlecht, wenn wir die nicht sehen. Die brauchen wir nicht sehen. Die sind jetzt nicht so wirklich schön, aber ich denke mal, es würden so oder so passieren. Mit den scheiß Tennisbällen, das regt mich so auf, ne? Welche Tennisbälle? Ich finde immer in diesen Käffern hier, Oh, ich Tennisbälle, habe gerade Alter. auch einen gefunden. Ey, das ist schon der dritte Tennisball. Vierten Koffer, Alter. Hab's heute hier wieder. Oh, hier, Vielleicht wir haben verstehe eine ich es noch Echse nicht, was die. getötet. Es ist auch nicht immer Technik am Flugzeug, ne? Ist nicht immer da. Ich glaube, ich meine schon. Also. Also die Ne? beiden Motherboards oder was es da sein soll, die sind schon immer da. Bei mir nicht. Ey, du kannst, Ich glaube, die wenn du braucht einen man auch Hasen nicht. triffst. Weißt du mal, du schlägst. Oh, hier ist ein Tod. Der ist tot! Ich sehe jetzt zum zweiten Mal jetzt, dass ein Kannibale tot ist. Echt, es geht? Ja, ich hab den nicht getötet, ne? Vielleicht haben die Kannibalen ja einen anderen Kannibalen aufgegessen. Das sind ja schließlich Kannibalen. Ja, vielleicht lieben die sich nicht mehr. So, ja, ich will jetzt noch eben alles aus den Koffern rausnehmen, solange hier keiner ist. Ey, nee, ne? Was ist denn das hier? Ein Dorf von denen oder was? Ich glaube, es gibt bei Ey, mir ich gerade hab's gar keine immer. Kannibalen. So ein Glück, ey. Ich hab so ein Glück. Oder ist es eine Trauerstätte oder sowas? Also hier sind Totenköpfe.
Dann musst du die. Ich kann ja Screenshots machen, da kann ich dir mal angucken. Ah, später, die kann ich ja dann vielleicht mal einblenden, mal schauen. Herr Philipp, der spielt es nämlich auch. Es gibt leider noch kein Multiplayer. Von daher müssen wir das Ganze erstmal so machen, aber ihr kennt es ja aus Watch Dogs. Ja, und bis jetzt haben wir hier also an sich noch gar keinen Kannibalen gesehen. Das wundert mich, weil ansonsten sind eigentlich immer direkt solche Horden sozusagen da und jetzt ist einfach keiner da. Das ist gut, denn wenn keiner da ist, können wir uns Mal ein in schönes Ruhe Plätzchen in bauen. Ruhe suchen. Weil ganz ehrlich, die bringen uns eh nichts, Ja. die können wir auch nicht essen oder so. Und naja. Weißt du, was geil ist? Der See, der bei mir hier ist, ne? Der spiegelt. Der spiegelt nicht, sondern da kommt die Sonne raus. Geil, ne? Aber den kenne ich auch schon, da war ich auch schon mal. Mir ist auch aufgefallen, dass das Wasser die Sonne spiegelt, aber im Himmel man gar keine Sonne sieht. Nee, das spiegelt es. Zumindest, Ah, ja, also nachts stimmt. spiegelt es den Mond, aber es ist gar kein Mond da. Das werdet ihr gleich noch sehen, sofern wir hier uns mal ein schönes Plätzchen gesucht haben. Also ich habe hier so ein geiles Plätzchen. Ich glaube, hier brauche ich. Und jetzt macht es mal so, wie ich dir gesagt habe, Baum fällt, ne? Wie Bau im Versuch das zu Feld. brüllen. Naja, wenn du einen Baum umhacken tust, ne? Du musst schreien, Baum fällt. Wenn er fällt. Ah. Ja, Ja, das muss ja. das muss Das. sein, weil dann tun wir ja auch nicht die Kannibalen anlocken. Aber ich glaube, Ja. denen ist es ziemlich egal, was man hier Damit du labert. den auch nicht wehtust, ne? Ach ja, das Weil. ist ja. Ja. Wir wollen denen ja nichts weh. Oh, ich glaube, ich stelle mich hier am Strand. Hier am Strand ist schön. Da laufen die Kannibalen auch ganz bestimmt nicht lang. Aber es sind echt gar keine da. Also, eigentlich ist es schade, dass ich euch die nicht zeigen kann. Gut, ihr habt ja vorhin einen gesehen. Aber das ist eigentlich auch an sich gut, weil Das es ist halt echt leichter zu nervig. überleben. Weil, also Denn. eigentlich, die sind echt so nervig. Ja, Schon ganz. extrem stark und du kannst sie nicht töten. Also quasi, wenn sich Alter! einer sieht, dann. Also wenn uns Ich sehe eine vielleicht Echse, nachher die einen einer Baum sieht, dann sind wir hochklettert. quasi schon tot, weil die können wir eh nicht töten. Und so wirklich wegrennen können wir vor denen auch nicht und irgendwann kriegen die uns dann halt. Das ist dann halt einfach so und naja. So, Junge, jetzt das war tue ich jetzt hier einen fetten Baum merkwürdig. fällen. Ja, erstmal fett daneben gehauen. Ja, kennt man von dir. So, na gut, das war ja nichts, so jetzt machen wir das mal. Oh. Aber ich sehe da gerade welche. Ich glaube, ich sollte auch aufhören, zu pa in der Axt zu spielen. Also da sehe ich so ein Bimbo. Also. Warum machen die jetzt eine Hocke? Der brüllt jetzt irgendwas. Zweimal. Wer wird, fangt den Philipp. Du weißt doch, die Typen mit der Laterne auf dem Baum Kopf. fällt. Ja, Langsam. die laufen in meine Richtung. Ey, Tim, Mann, ich hab darauf gar keinen Bock. Gut, der Baum ist kaputt. Ey, das sind. So, warum haben wir jetzt hier den Weib. Baum gefällt? Weil wir setzen uns jetzt hier an den Ey, der. Strand und bauen uns Hä, jetzt der macht. Hey, der was. macht so Bewegung, als würde der ein Auto fahren, als hätte er so ein Lenkrad in der Hand oder so. So, ich tue jetzt mal hier mit B das Buch öffnen und Introduction und jetzt steht hier: A shelter will restore your energy. It can be used for hide from predators and also save your game. Bigger shelters can be used for storage. So, deswegen bauen wir uns jetzt den Shelter. Wir sehen hier, ihr seht diesen Umriss sozusagen davon. So sieht das Ganze, also ich kann jetzt hier drehen, wie rum ich das haben will. Also halt nur die eine Richtung, aber das reicht ja, weil ich kann es ja um den Kreis drehen. Wenn ich jetzt mal sage, so, wo machen wir uns ein Zelt hin? Ich würde mal sagen, ich platziere mal das Ganze hier. So, dann drehe ich das jetzt noch entsprechend so. Und dann. Na, war nicht ganz so perfekt. Versuche das mal ziemlich perfekt zu drehen. So, die kommen wahrscheinlich von da. So, das heißt, ich platziere das jetzt hier. So, jetzt haben wir hier den Umriss. Und jetzt kann ich hier schon mit E alles, was wir haben ja Steine gesammelt, wir haben die Stöcke gesammelt, die werden jetzt hier verbaut. Und jetzt können wir das Holz von hier hinten nehmen.
Beziehungsweise, das müssen wir eigentlich auch nehmen. Oh, da hinten ist schon welches ins Wasser gefallen. Yeah, ich hab ein Haus, Motherfucker. Ein Haus oder ein Zelt? Ich glaube. Nee, so. Ach, dieses kleine da. Ja, Nice. das Wasser war Ich zu glaube, ich mache anfangend. jetzt schon eine. Glaube, ich mache jetzt schon eine Defenses Wall. So, jetzt habe ich. Also. So, jetzt haben wir hier. Wir können immer nur zwei Oder von wäre das diesen dumm? Dingern nehmen. Wäre das dumm oder wäre das intelligent? Ich weiß nicht. Eine Wall? Naja, vielleicht schon. Ich würde schon sagen, dass das intelligent wäre. So, die haben wir jetzt hier verbaut. Das reicht aber noch nicht, weil die Sache ist ziemlich verschwenderisch. Batz. Haben wir jetzt gerade. Also, ich habe hier sehr viel Komisch. Fleisch, was rumläuft. Na, ich habe immerhin keine Kannibalen. Wenn ihr hier keine Kannibalen. Von mir, aber hier sind echt keine. Das ist also normalerweise, wenn man aus dem Flugzeug kommt, dann sieht man die ja direkt. Aber jetzt so gar Leider. nicht. Leider, leider. Oh, ein Hase, den lasse ich. Ich lasse den mal leben. Möchte jetzt nicht so sein. Oh, die Stöcke brauchen wir auf jeden Fall Also, noch. auf was ich mich freue, ist der Multiplayer. Also das wird auf jeden Fall richtig cool. So, wir machen uns jetzt hier wieder so Vor ein allem, Holz. ich denke auch, umso mehr zusammenspielen können. Ich denke, das geht ja nicht nur zu zweit. Umso schwieriger wird es dann, ne? Und würde mich interessieren, wie die das da gemacht haben. Na, bis Ob jetzt noch die gar nicht, irgendwie. aber ich denke mal, das wird auf jeden Fall. Naja, ich denke mal, das wird so sein wie bei Minecraft halt einfach, dass du halt auch zusammen bauen kannst und so. Und guck mal, du kannst ja, wenn du was baust. Wenn du jetzt meinetwegen ein Haus bauen willst, also dieses Ding da war, dann musst du ja das Holz hinbringen. So dass man halt das zweites Holz hinbringen kann und das nicht alleine macht zum Beispiel, ne? Gerade wieder welche. Muss da kurz aufpassen. Also ich habe da jetzt wieder nicht so eine gute Route hier. So guten. Guten Platz gewählt, ne? Weil die laufen jetzt hier schon zum zweiten Mal rum und das ist schon so ein bisschen blöd. Man muss immer warten und. Aber. Der Feder. Was mich auch ein bisschen stört, wenn du unter Situation bist, weißt du, dann nimmt er sich so einen verfickten Vogel in die Hand. Stimmt, ja. Aber gut. Nee, verstehe ich nicht. Psst. Oh nee, bitte. Ist da gerade einer gerannt? Nee, ich bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Also. Ach so, Paul, ne? Die können auf Bäume klettern. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Wie so Affen. Aber das machen nicht alle, das können nur einige. Ja, die mit der. Aber die, die auf Die mit Bäume dem klettern, Penis. die jagen eigentlich. Ja, die haben Angst. Das sind die mit dem Penis auf dem Kopf, wa? Also, ich meine mit dem. Männlichen Buddy, Genital. disconnected from your channel. Ah. Oh, wir waren ja im Öffentlichen, die sind ja hier in einem Team-Channel und nehmen wir gerade auf. Ich habe das gar nicht gemerkt. Doch, egal. Egal, egal. So, jetzt brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Noch mehr von den Stöckern. Brauchen Weil auf jeden das Fall finde arsch ich viele geil, dass Stöcke. man jetzt speichern kann. Ja, Also das finde ich. naja, es sollte eigentlich so sein, dass man speichern kann, ne? Aber für eine Alpha, da kann man nicht immer gleich alles erwarten. Naja, aber speichern sollte man vielleicht schon erwarten können. Ja, Mensch, ich weiß nicht, wie alt die sind. Ja, Mensch. Wer hat gesagt, dass Wildnis überleben einfach ist? Nee, also. Bitte hab dich mal jetzt hier nicht so. Meine, guck mal, was ist denn das? Ein Shooter, bei dem man nicht, nicht ein Shooter, ein Spiel, bei dem man nicht speichern kann? Das ist schon irgendwie. Ein Horror-Survival-Game, meinst du? Ja, genau. Ja, aber wenn du sowas entwerfen tust, denkst du ja auch nicht immer an alles, also. Na gut, okay. Oder? Ja, das stimmt, weil man muss sich das ja auch mal so vorstellen. Du entwickelst jetzt ein. Oh, mein Haus ist fertig. Man entwickelt ein Spiel, wa? Und wenn du das testest, dann denkst du vielleicht nicht daran, du schaust halt, ob die Funktionen alle gehen, aber du speicherst vielleicht nicht so.
Das macht vielleicht schon Sinn. Ich denke, das kennst du auch selbst vom Programmieren, oder? Das sind manchmal so Sachen. Alter, die Echse. Da, Sachen. Guck mal, ey, ist dir aufgefallen? Rechts im Buch kannst du nicht das benutzen, ne? Also. Warte. Ja, das rechts Das oben, ja. Orange. Ja, das musst du Der erst alles da freischalten. geht Du musst nicht. nacheinander bauen. Weißt du? Was war das denn gerade? Ja. Oh, es regnet. Ich liebe mich mal. Wie ist denn das, wenn ich speichern will? Geht es direkt, wenn ich ins Bett gehe, oder wie? Dann, was, ob das dann speichert? Ich weiß es nicht. Fuck, jetzt sind die Kannibalen da. Ah, bei mir machen sie auch Penisköppe. wieder. Scheiße, wären wir mal lieber nicht schlafen gegangen. Aber Moment mal. Du kannst sie skippen. Jetzt ist. Nachts ist es eigentlich deutlich sicherer, weil es gibt ja die mit dieser Lampe da auf dem Kopf. Ah, die siehst du dann eher, oder was? Meinst du? Nein, aber die sehen dich halt nicht. Ah, weißt du nicht, ob die so wie Katzen Nachtsicht haben, so weißt du so? Das Besser Problem alles ist, einer verkennen, hockt weißt du jetzt nicht. genau vor mein Haus. Bei mir ist das Problem, die laufen immer diese eine Route. Aber jetzt ist, das sind jetzt Fuck, jetzt hat's geblitzt. Gerade hat's halt so einmal. geblitzt, ja. Also, ja, es hat halt ganz normal geblitzt. Und durch diesen schönen Blitz, Haben sie dich gesehen? genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Keine Steine und... Ey Mann, die Wichser leuchten mir immer hinterher. Jetzt werde ich verprügelt. Ich find's doof, dass man sich nicht wehren kann mit der Axt. So, dass die, ich sag mal, nach drei Schlägen oder so sagen, oh, nee, ich renn weg. Ja, weil das denen auch was frisst an Schaden. Und ich bin tot. Nö. Juhu. Ja, wir haben es recht geschafft. Da hat man die jetzt vielleicht nicht so gesehen, weil es so dunkel war. Aber wir wurden gerade ein bisschen verprügelt, wa? Und jetzt, sobald wir verprügelt wurden, sind wir in so einer wunderschönen Gruft. Weil wir wohnen ja, hier hängen jetzt so die Menschen. Ist eigentlich, wachsen die Bäume nach? Nee, ich glaube nicht. Solange überlebst du eh nicht. So, oh, lecker. So, aber das Gute ist eigentlich, wenn man sich von den Kannibalen fangen lässt, oder von denen halt gefangen wird, dass man hier halt Stuff kriegt. Ja, ob das wirklich gut ist? Naja, immerhin ein bisschen. Oh, oh cool. Wir können hier auch mit L, können wir das Feuerzeug benutzen. Oh, können hier noch ein bisschen was mitnehmen. So, hier so eine komische Feuerpistole. Das ist ja cool. Und Ja, das dann ist, können wir hier find's manchmal raus. echt komisch. Echt fraglich, ne? Die Frage ist nur, wie komme ich aus dieser Gruft wieder raus? Das ist eigentlich leicht. Wo denn? Wo komme ich denn raus? Eigentlich. Muss eigentlich nur die F Route folgen, wo. What the fuck? Okay. Wo was? Wo dein Haus. Du hast ja schon dein Haus gebaut, ne? So habe ich die Route gef bin ich so gefolgt und habe das dann gefunden. Geht es so Nach Hause bergauf kam. durch so einen schmalen Gang? Ja. Ah. Bin ich, glaube ich, Also ich habe richtig. jetzt schon. Einige Sachen habe ich jetzt schon hier gebaut, ne? Alter, der Gang ist aber richtig eng, wa? Hier tut man sich so hochhangeln, oder wie? Oh nein, jetzt bin ich runter. Ich bin runtergefallen gerade irgendwie. Was? Jetzt bin ich tot. Juhu. Wieso bin ich jetzt gerade gestorben? Vor allem, wie macht man das dann weg? Wenn man B wieder drückt, aber das ist Ja, auch. Leute, wir haben es geschafft. Wir dürfen wieder von vorne anfangen. Yay! Ja, nein.
Dann würde ich mal sagen, beende ich die Sache für Bist du heute. gestorben? Ja, ich bin irgendwie durch den Schlitz nach oben und dann bin ich auf einmal gestorben. Ja, gut, Fuck, ich du. würde mal sagen, wir können sagen, schreibt mal, wie das euch so gefallen hat. Und dann können wir eventuell mal noch eine Runde machen. Ich denke mal, jetzt weiß ich zumindest schon mal ein bisschen mehr hier. Und ja, dann überlegt man vielleicht auch ein bisschen länger, wa? Dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal dann. Und tschüss. Magst du noch was sagen, Philipp? Nein, eigentlich nicht. Wunderbar. Dann. Wir spielen immer im Dunkeln und ich habe immer Schiss beim Spielen. Sagen. Ah, Also, ja. nee. Ja, das ist Aber es ist jetzt doch noch gar nichts nicht wirklich Besonderes, dunkel. ne? Doch, Also, ich muss sagen. wenn ich so aus dem Fenster gucke und sogar mal das Fenster aufmache, Ja. dann Dann sehe bist du deine ich. eigene KK. Richtig. Also, ich scheiße ja eigentlich nicht aus dem Fenster, aber wenn du das machst. Doch, wenn der eine Mann da ist, der, ne, der den beschissenen Job hat, möchte ich erwähnen, Ja, der die naja. Kacke wegmachen muss. Naja, der saugt es ja auf. Das war auch so ein Highlight, ne? Der Kaka-Mann. Der Kaka, Mann. Und deine Freundin, die PCs zum Absturz bringt. Sag mal, ich möchte nicht, dass du so redest, ja? Hammerhart, ey. Na gut, das haben wir ja schon mal im Dings in Watch Dogs aufgegriffen. Na gut. Aber nichts ist mit dem Kakermann. Nein, das haben wir. Nein, das noch nicht. Aber das können wir auch in Watch Dogs machen. Watch Dogs, da hat man irgendwie mehr Zeit, weißt du? Da kannst du rumfahren und kannst über sowas reden. Also wenn er auf jeden Fall, also wenn er solche Geschichten haben wollen hört, wie Philipps Freundin, die mein PC zum Absturz bringt, oder sagen wir dann noch Ein so, Kakermann den vorbeikommen. Kakermann. Dann schaut auf jeden Fall bei mir bei Watch Dogs vorbei. Und ja, findet da direkt auch auf meinem Kanal, sollte nicht allzu schwer sein. Und ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, bei was auch immer. Wenn ihr das sehen wollt, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Ja, dann würde ich jetzt auch mal sagen, jetzt wirklich tschüss und bis zum nächsten Mal.